me dijo que los dos que tengo se deben a la sequía, a sequía. De su cuarto. Thank you.
Chaitanya. So we continue with the transcendental clarity. I don't know if we should continue reading from this. I introduce this at one point, inspired by reading it. And now we're still reading it. I don't know if everyone is if we should continue. Because yesterday in class, the devotee said that we should read Bhagavatam, nothing else, wasn't it? I don't remember that. No? I don't. Something like that. Maybe this fifth part is more philosophy, so you read one philosophy then another philosophy. Sorry? The fifth part is more philosophy lectures. The other four parts are more about Prabhupada. This is more like more lectures. Anyway, so continue a little bit. Continue with the Bhagavatam. Jayateja Prabhu wrote with some good news. An ongoing court battle over our use of the Bird Place building in London was being unexpectedly resolved. At least temporarily in our favor, we can now continue to use the building for at least one or as much as 2 more years. Jayateja therefore asked for some direction on the proposed purchase of the building on Soho Street that Srila Prabhupada saw in July. Our idea at this point is to go through all the new building purchase in as much as the papers have already been signed and to install a restaurant there as planned. Not moving the deities in until we are forced to move out of Bird Place. This will give us some chance to settle into the new location and make friends with the neighbors, etc., before we begin with kirtans, etc. Mentioned here that they didn't want to create any trouble with the neighbors, but there was a lot of trouble when they moved it. It was a small building, but it was a little high. The kind of the floors were not really big. and the temple was also a tiny temple. And a huge Vyasa Sanashita Prabhupada, that one of our German devotees, my old Kami friend, Vasudeva, he was an artist, so he went to London and he built this tremendous Vyasa Sanashita. Yeah, and there also the cabinet was installed, and the deities of London, Radha London Ishwara, very dear to Srila Prabhupada. And now they are in Juhu, still in Juhu. They have a restaurant there, a very successful restaurant. And anyway, I stood there. But they have also expanded to the countryside, where they have a big place. And they're actually also planning to build a big temple there. So these deities in London are very dear to Srila Prabhupada. Mr. Charles Patel,
Who drove your divine grace in his Rolls Royce when you were here, has indicated he would buy the new building from us if your divine grace thought that in the light of the expansion on the Bury Place, we should not invest in a new building at this time. We would still have to close the deal as he would need a few months to raise the cash to purchase it from us. Srila Prabhupada was happy with the turn of events and informed Jayatirtha, so if we can stay in Bury Place, that is Krishna's arrangement. Let Mr. Patel purchase the new property. Hare Krishna. There was also a letter from Sri Ramakrishna Bajaj, a big industrialist who is the secretary of the Gita Pratishtan Foundation. Srila Prabhupada has confirmed his attendance at their meeting in Wadra on December 19th and 20th. Mr. Bajaj's letter was to acknowledge Prabhupada's acceptance and also to finalize the program. Giriraj Prabhu has been dealing with the Pratishtan. The discussion with Mr. Bajaj, the proposal that they set aside some time for Srila Prabhupada's disciples to do Sankirtan and show the Hare Krishna world movie. Mr. Bajaj suggested that if Srila Prabhupada and his disciples come a day earlier and hold a program on the evening of the 18th, that would be acceptable. Prabhupada replied that he was happy to accept whatever arrangement Giriraj Prabhu makes. But his mind was also on something else. Prabhupada has told his leading men to muster as much support as possible for the legal fight in America. And he is eager to show the way himself. Mr. Bajaj is very influential, both here and abroad, as are many of his associates on the Pratishtan. Here now was an opportunity which he was quick to seize. One thing has developed now in the Western countries, he wrote to Bajaj, or to Mr. Bajaj. They are feeling the weight of our movement. Therefore, an attempt is being made to suppress or stop the movement in Europe and America. In America, the parents of my disciples are combining together. On account of the Hare Krishna movement, people in the Western countries are being attracted. There is now counter-propaganda by the enemies. They are now organizing opposition. Will Gita Pratishtan help this Hare Krishna movement to face the cultural fighting between East and West? The idea is that the rapid advancement of the Hare Krishna movement has threatened the foundation of Western civilization. One American politician has remarked in this connection that the Hare Krishna movement is spreading like an epidemic. If we do not take steps to stop it, it may one day capture the government. This is a good certification for our success. But the time has come now when we have to meet strong opposition. After all, this Hare Krishna movement is Indian culture. If the leaders of Indian culture would take it seriously, then certainly India's glories would be magnified. In the foreign countries, India is much advertised as a poverty-stricken country. But if India can give her spiritual culture, Krishna consciousness, she would be glorified everywhere. This should be the aim of Gita Pratishtan. Hare Krishna, our suggestion that they unite or help us to fight the opposition that was manifesting there at that time, of which we already heard. You know, this brainwashing, propaganda, all this stuff. Yeah.
So Prabhupada just simply said, yeah, now they're feeling the pressure of this movement, Hare Krishna. And Prabhupada quotes a politician, you know, saying that if they continue expanding like this, they will maybe take over the government in the future. We have no idea what will happen in the future, if we just continue. Especially our preaching to intelligent people, like giving them the books and all that. Yeah, so much influence already by Prabhupada's preaching. Any questions or any comments? Sorry, you want to say something? More corona spreading. Now corona is spreading like a wildfire. Yeah. Just wait. Or maybe you will live long enough. Yeah. But the glory is, this womb is glorious. It's already historically predicted. There will come a time when every village and what was a village and? Town. Yeah, and every village and town, the Hare Krishna mantra would be heard. And what does that mean? They're devotees, because nobody else chants Hare Krishna. That means devotees will be present everywhere. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we again have a long verse here. I will just try to chant it. Asanga nishita gyanala vidhu ashe shamanadam pavats pavavadam atmaramanam boninam anabrat anaparatta parigunita guna gama parama manakalayana guna gana katanusi. Asanga, Asanga, durch Loslösung, Nishita, gestärkt, Jnana, des Wissens, Anala, durch das Feuer, Viduta, weggenommen, Ashesha, unbegrenzt, Malanam, ihren schmutzige Dinge, Bhavatsvabhavanam, die deine Eigenschaften erlangt haben. Atma, Paramanam, die selbstzufrieden sind. Muninam, von großen Weisen. Anavrata, unaufhörlich. Paribunita, erzählt. Gunagana, O Herr, dessen spirituelle Eigenschaften. Paramamangala, höchste Glückseligkeit. Ayana, erzeugt. Gunagana Katana, das Besingen seiner Eigenschaften. Asi, du bist. Übersetzung. Lieber Herr, all die großen Weisen, die gedankenvolle und heilige Personen sind, erzählen unaufhörlich von deinen spirituellen Eigenschaften. Diese Weisen haben all die zahllosen, unreinen Dinge bereits verbrannt und mit dem Feuer des Wissens ihre Loslösung von der materiellen Welt gestärkt. Auf diese Weise haben sie deine Eigenschaften erlangt und sind in sich selbst zufrieden. Doch selbst für diejenigen, die spirituelle Glückseligkeit dabei empfinden, deine Eigenschaften zu besingen, ist deine persönliche Gegenwart sehr selten. Erläuterung von Shri Prabhupada.
Die Priester bei Maharaj Navis Opferstelle schätzen die persönliche Gegenwart des höchsten Herrn Vishnu und sie fühlten sich zu Dank verpflichtet. Das Erscheinen des Herrn ist sehr selten, selbst für große Heilige, die sich von dieser materiellen Welt völlig losgelöst haben und ihren Herzen rein sind, weil sie ständig über die Herrlichkeiten des Herrn sprechen. Solche Menschen sind zufrieden, wenn sie die transzendentalen Eigenschaften des Herrn besingen. Die persönliche Gegenwart des Herrn ist nicht wirklich notwendig. Die Priester wiesen darauf hin, dass die Gegenwart des Herrn selbst für große Weise sehr selten ist. Doch dass er so gütig zu ihnen war, nun persönlich gegenwärtig zu sein, deshalb fühlten sich die Priester sehr zu Dank verpflichtet. So, wiederholen den Vers nochmal, nur das über die Übersetzung. Lieber Herr, all die großen Weisen, die gedankenvolle und heilige Personen sind, erzählen unaufhörlich von deinen spirituellen Eigenschaften. Diese Weisen haben all die zahllosen, unreinen Dinge bereits verbrannt und mit dem Feuer des Wissens ihre Loslösung von der materiellen Welt gestärkt. Auf diese Weise haben sie deine Eigenschaften erlangt und sind in sich selbst zufrieden. Doch selbst für diejenigen, die spirituelle Glückseligkeit dabei empfinden, deine Eigenschaften zu besingen, ist deine persönliche Gegenwart sehr selten. Und zum Schluss sagt Prabhupada hier, dass die Gegenwart des Herrn selbst für große Weise sehr selten ist, doch dass er so gütig zu ihnen war, dass er persönlich erschienen war. Mhm. Das heißt, das ist nicht normal, sozusagen, oder nicht normal, sondern üblich, ja, dass der Herr persönlich erscheint. Das ist eine sehr spezielle Möglichkeit, den Herrn, den Darschein des Herrn selber zu haben. Ja, und wir wissen, dass der Bhagavad Gita, als Krishna anwesend war, Mathura und verschiedenen Orten seine Spiele manifestiert hat. Da waren nur wenige Personen, die überhaupt verstanden, wer war, dass er eine transzendentale Persönlichkeit war. Die meisten haben ihn für einen gewöhnlichen, nicht halt nicht ungewöhnlichen Menschen gesehen. Genauso heißt es auf dem Schlagzeug Kulukshetra. Es waren nur einige wenige Personen, die verstanden, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes. Die Pandavas noch einige mehr. Ja. Und der ganze Rest sah Krishna als seine Person so. Ein bisschen mächtiger, ein bisschen schöner und so weiter. Aber letztlich auch eine Person, die auch den Einfluss der materiellen Natur unterworfen ist, die geboren wird, ne, die heranwächst und so weiter und dann eines Tages den Körper aufgibt oder stirbt. Also, aber Krishna ist nicht so eine Person. Janmai Swaya Sutashi. Janmai. Sattashwaya Pura. Janmakalma Tamim Divyam. Divyam. Wer das Transzendental, die transzendentale Natur Krishnas versteht. Ja, das heißt seines Erscheinens, Janma, und Karma und seine Aktivitäten. Der kann befreit werden. Der ist wie sagt man, außersehen, so zu Krishna zu gehen. Divyam. Divyam bedeutet, dass das Erscheinen Krishnas und seine Aktivität transzendental ist. Das ist nicht materiell. Das heißt, wenn Krishna erscheint, erscheint er nicht, wird er nicht geboren aufgrund seines Karma, er wird nicht gezwungen, hier zu erscheinen wie wir. Wir werden alle gezwungen, hier in bestimmten Umständen zu erscheinen. In Entsprechung zu unserer vorherigen Handlung, unserem Karma. Das ist alles schon vorrätig für uns. Wie sagt man das? In Stock. Wie viel wir leiden, wie viel wir uns freuen können in diesem Leben. Das ist schon bestimmt, vorherbestimmt. Wenn Krishna erscheint, erscheint er in seiner transzendentalen Form. Wie Prabhupada sagte, durch seinen eigenen süßen Willen. Ja. Durch seinen süßen Willen. Das war die Freiheit zu erscheinen,
sich zu manifestieren und wieder zu gehen. Oder wieder die Sachen nicht zu gehen, sondern zu sich zu unmanifestieren. Und das heißt, dass wir ihn nicht mehr sehen können. Und alle seine Aktivitäten sind transzendental. Shilpaue sagte manchmal, wenn er davon hörte, dass irgendjemand von sich behauptet, dass er Gott ist, dann sagte Shilpaue, ja okay, dann fordere sie doch mal auf, diese Person die universale Form zu zeigen. Dann können wir sie akzeptieren, sonst nicht. Und das ist interessant, dass es in der Bhagavad Gita, da bittet Arjuna Krishna, seine universale Form zu zeigen, in der er anwesend ist im Universum, in der er erstreckt ist, erweitert ist, ne? Und dieses ganze Universum erhält. Und Krishna manifestiert seine universale Form. Und als Arjuna diese gewaltige universelle Form sah, konnte er plötzlich nicht mehr die gleiche Beziehung zu Krishna aufrechterhalten. Ja? Sondern er war furchtvoll und sah, nur dann in dieser Form sah auch, wie alles entstand, wie alles zerstört wird und wie die ganzen Lebewesen alle sterben und so weiter. Er war so erschrocken, dass er Krishna, bitte komm wieder zurück in deine ursprüngliche Form. Und das Erste, was Krishna machte, erstmal manifestierte seine Narayana-Form, seine vierarmige Form. Und dann manifestierte seine Manushya-Form, seine menschliche Form. Das ist die Form, die wir kennen. Ne? Durch die Barmherzigkeit Chaitanya Mahaprabhus und Srila Prabhupada. Wurde uns diese ursprüngliche Form Krishnas offenbart oder vorgestellt, sozusagen, die normalerweise sehr, sehr schwer zu verstehen ist und sehr, sehr schwer zu erreichen ist. Aber durch die ganz besondere Barmherzigkeit Chaitanya Mahaprabhus, unser Nachfolger von großen Persönlichkeiten oder Acharyas, ne, wurde uns das möglich, Krishna zu akzeptieren. Da haben selbst große Persönlichkeiten, wie die Halber, die haben immer auch Probleme zu sehen, dass Krishna Gott ist. Ne, zum Beispiel Indra, als der sah, wie Krishna die Kuhhirten inspirierte, das Opfer zu Indra nicht auszuführen, ne, der war gestört, wie ist das möglich? Ne? Letztlich hängen die von mir ab, von meinem Regen und so weiter. Die sollten mal ihre Gebühren, ihre Dankbarkeit zeigen. Und er war so überwältigt von der Erscheinungsweise der Leidenschaft, dass er die Samataka-Wolke rief, oder Wolken rief. Shravaka, das sind die Wolken, die zum Ende kommen und die alles zerstören. Erst wird alles mit Wasser bedeckt und überschwemmt. Und dann kommt Shiva, das ist ein Feuer. Das ganze Wasser wird verdunstet und das ist das Ende der Form des Universums. Und Shiva tanzt. Das ist ein bekannter Tanz. Wir sehen immer diese Statuen oder diese Deity von Shiva. Da tanzt er. Und dann ist das so ein Feuerkreis, wie sagt man? Ein Feuerkreis, genau. Ja. Das ist der besondere Nuss Shivas. Ja, weil Shiva zuständig ist für die Zerstörung. Brahma ist derjenige, der zuständig ist für die Schöpfung. Und Vishnu, der alles erhält. Das kann nur Krishna. Nur Krishna kann erhalten. Ja. Wir können ein bisschen was schöpfen. Und Brahma hat was ganz Besonderes geschaffen. Ja, und wir sind auch Experten im Zerstören. Aber wenn es darum geht, etwas zu erhalten, das ist abhängig von der Barmherzigkeit Vishnus. Das erhaltene Prinzip. Ja, das sind die drei, wie sagt man die, manchmal behaupten Leute, die Philosophie mehr und nicht richtig verstehen oder die von Christen kommen, die sprechen von Trinität. Ja, wie die Christen haben ihre Trinität. Ja, wie war das noch? Gott, Sohn und der Heilige Geist. Das ist ihre Trinität. Unsere Trinität ist Brahma, Vishnu und Shiva. So, das heißt, dass wenn Krishna erscheint, das ist eine ganz besondere Rolle.
Das ist nicht so einfach zu verstehen, wer er ist. Ja, da gab es so viele, wie wir schon erwähnt, da gab es so viele zur Zeit Krishnas, die direkt offen neidisch wurden gegen Krishna und die ihm nach seinem Leben, trachteten. Weil sie so neidisch waren. Ja, Krishna war sehr schön, unglaublich schön. Im Grunde geht alle Schönheit von Krishna aus. Krishna war unbegreiflich mächtig. Wenn jemand erscheint, der ein bisschen besser ist als wir, dann tendieren wir ganz natürlich dazu, ihn zu kritisieren oder Fehler zu suchen. Ja? Das ist ein Fehler. Ja, das hat er schlecht, nicht richtig gesagt. Oder? Und so sammeln wir unsere Munition sozusagen. Ja, um diese Person zu verunglimpfen. Das ist unsere Krankheit in der Materie, dieser Neid. Und weil wir genießen wollen, wenn wir sehen, dass jemand anders besser ist oder mehr Möglichkeiten hat zum Genuss, dann werden wir automatisch neidisch. Ja, und das ist eine Sache, die wir als Gottgeweihte, kontrollieren muss. Wenn Krishna uns zeigt, dass wir neidisch werden, dann sollten wir daran arbeiten. Anstatt neidisch sein, sollten wir nur diese Gottgeweihte, die wir beneiden, die sollten wir versuchen zu dienen. Eine Dienerhaltung einnehmen. Im Grunde befinden wir uns hier in der Gemeinschaft von Heiligen. Menschen, die ihr Leben Gott geweiht haben, die sich mehr und mehr Krishna ergeben. Und deshalb sollten wir mit solchen Persönlichkeiten sehr, sehr respektvoll umgehen. Das hören wir jeden Morgen, dass man die Gottgeweihten nicht, schmähen sollte oder Fehler suchen sollte an den Gottgeweihten. Das ist das größte Bollwerk auf unserem Pfad zu Krishna. Ja, weil diese Gottgeweihten sind Krishna so lieb, dass wenn wir da nicht die richtige Haltung haben, dann ist nur eine Frage von Zeit, dass wir getrennt werden von den Gottgeweihten. Das kann Krishna nicht tolerieren. Weil Krishna und die Gottgeweihten Krishna sehr, sehr lieb sind. Wir sehen das zum Beispiel an Jagai und Madhai, als Nityananda und Haridas Thakur sich näherten. Das waren Söhne, wie Prabhupada erklärt. Das waren Söhne in einer Familie, einer sehr hoch situierten, bekannten Brahmana-Familie. Und die waren degeneriert, die waren gefallen von dieser Position. Und als sich die beiden näherten, um sie zu bitten, die heiligen Namen zu chanten, waren die so berauscht. Nur das sieht, dass sie einfach völlig irrational handeln. Ja, anstatt ihnen zuzuhören, das wertzuschätzen, was sie sagten, griffen sie sogar an und schmissen, Stücke vom zerbrochenen Tontopf auf die. Und trafen ihn ja miteinander auch an den, der Stirn. Als Chaitanya Mahaprabhu davon hörte, manifestierte sich sofort und manifestierte sein Feuer ab. Und mit dem Feuerrad, Krishna oder Vishnu allein, vier Objekte in den Händen. Das sind zwei Waffen, um Dämonen zu töten. Und das sind zwei Dinge, mit denen Krishna seine Gottgeweihten segnet. Und sofort manifestierte Chaitanya Mahaprabhu seinen Zorn. Obgleich als bekannt ist, als die barmherzigste Inkarnation Krishnas, manifestierte seinen Zorn. Weshalb? Nur weil man seinen Gottgeweihten angegriffen hat. Gottgeweihten verletzt hat. Und das Erstaunliche war in dem Zusammenhang, dass als Nityananda sah, dass Chaitanya Mahaprabhu voll Zorn war und sein Feuerrad manifestiert hatte, konnte das gar nicht glauben. Aber mein Herr, du bist doch erschienen, um die Gefallensten zu retten. Und hier haben wir zwei Exemplare von diesen Gefallenen. Bitte, verletzt sie nicht. Das war nicht die Ananda.
obwohl er selber verletzt worden war, war sofort im sofort bereit zu vergeben. Das ist eine der Qualitäten des Weichnamens. Ja, das ist ja unbegrenzt barmherzig mit den gefallenen Seelen. Ja, und sofort, nur als die beiden sahen, wie Nityananda für sie war, trotz ihrer Missetaten, ja, im Grunde einer nur, verwirklichte das in dem Moment. Erfuhren sie ein, wie sagt man, ein Wandel im Herzen. Ein Wandel im Herzen. Ja. Und sie warfen sie Chaitanya Mahaprabhu zu Füßen. Ja. Er ist der andere war nur noch so ein bisschen. Ja. Aber unter dem Druck des Ersten gab er sich letztlich auch hin. Ja, so, das ist ein Beispiel dafür, für unseren Umgang mit den Vaishnavas. Dass wir sehr, sehr vorsichtig sein sollten mit den Vaishnavas. So, und dann, ich wollte eigentlich noch auch den nächsten Text noch lesen, weil hier war die Erläuterung sehr kurz. Ist das okay? Yes, sir. Ich lese einfach nur die Übersetzung. Lieber Herr, aufgrund von Stottern und Hunger oder weil wir heruntergefallen sind, gehen müssen oder uns zum Zeitpunkt des Todes, wenn wir hohes Fieber haben, in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befinden, sind wir vielleicht nicht in der Lage, uns an deinen Namen, deine Gestalt und deine Eigenschaften zu erinnern. Wir beten daher zu dir, o Herr, wenn du bist, denn du bist deinen Geweihten sehr zugeneigt. Bitte hilf uns, uns an dich zu erinnern und deine heiligen Namen, deine Eigenschaften und Taten zu besingen, die alle Reaktionen auf unser sündvolles Leben vertreiben können. Erläuterung. Der wirkliche Erfolg im Leben besteht darin, sich zum Zeitpunkt des Todes an den heiligen Namen, die Eigenschaften und die Gestalt des Herrn zu erinnern. Ante Narayana Smriti. Obwohl wir im hingebungsvollen Dienst des Herrn im Tempel beschäftigt sein mögen, besteht die Möglichkeit, dass die materiellen Bedingungen so hart und unentrinnbar sind, dass wir den Herrn zum Zeitpunkt des Todes infolge von Krankheit oder geistiger Verwirrung vielleicht vergessen. Daher sollten wir zum Herrn beten, dass wir in der Lage sein mögen, uns zum Zeitpunkt des Todes, wenn wir uns in einem solch gefährlichen Zustand befinden, ohne Unterbrechung Daher sollten wir zum Herrn beten, dass wir in der Lage sein mögen, uns zum Zeitpunkt des Todes, wenn wir uns in einem solch gefährlichen Zustand befinden, ohne Unterbrechung an seine Lotusfüße zu erinnern. In diesem Zusammenhang kann man auch das Srimad Bhagavatam 6, 2, 9 bis 10 und 14, 15 zu Rate ziehen. Da habe ich das, oder? Hat mir Halle da diese Stelle rausgesucht. Das war nur hier. Was ist hier? Das war auch. So, das ist interessant, ne? Dass Prabhupada erwähnt hier, dass wenn das Moment des Todes kommt, dass es eine sehr, wie sagt man, sehr verwirrende Situation ist. Und deshalb sollten wir uns gut vorbereiten. Prabhupada sagt, das letztliche Ziel des Lebens ist erst einmal der Tod. Und wie man dem Tod begegnet. Im Grunde unser ganzes spirituelles Leben ist eine Vorbereitung oder besser gesagt ein Training. Uns unter allen Umständen, in gleichen wir uns auch immer befinden mögen, an Krishna zu erinnern. Und das schwierigste Moment im Leben ist der Tod. Und der Tod ist, da gibt es den Ausdruck, todsicher. In anderen Worten, es gibt nichts Sicheres im Leben als den Tod. Alles andere ist unbestimmt. Und der Tod ist das letzte Examen sozusagen.
Ja, genau wie wenn zum Beispiel, ich habe gestern mit Kirchhofer gesprochen, der macht so einen, der zum Fahrlehrer, der lernt Fahrlehrer zu werden. Und dann habe ich gefragt, wie das denn so ist. Weil er mir das alles beschrieben hat. Das Sehen ist sehr kompliziert. Prüfungen ständig, nicht nur Prüfungen oder praktisch halt auch Theorie, die die lernen müssen und so weiter. Ja. Und dann, wenn man dann alles abgeschlossen hat, dann macht man seine Endprüfung und dann ist man immer noch nicht das, was man erreichen wollte. Dann ist man erstmal nur zur Probe wieder und dann kommt wieder eine Prüfung. So viele Prüfungen. Ja. Oder wenn zum Beispiel jemand zur Schule geht, ja, und der verschwendet seine Zeit und anstatt zu studieren, raucht er Haschisch oder wer weiß was. Oder, ne, oder es beschäftigt mit allen möglichen anderen Aktivitäten, die nichts mit seinem Thema und mit seinem Studium zu tun haben. Ist das zweifelhaft? Also die Prüfung bestehen. Und in der gleichen Weise, ne, ist das diese ganze Praxis des Krishna-Bewusstseins zu bestimmen, dass wir in einem guten Bewusstsein Kultur bewegen. Oder dass wir unter den besten Umständen die Körper aufgeben. Zum Beispiel, dass wir umgeben sind von Vaishnavas. Ich habe zum Beispiel eine Schülerin, die vor kurzer Zeit den Körper aufgeben. Und die Buddhist haben mir erzählt, dass sie in dem Moment, als sie den Körper hat sie einen Tee von Prabhupada gehört. Prabhupada-Chairman. Ja, sehr glücklich. Das ist nicht, dass man ein anderer Umstand ist, wenn man einen Autounfall hat und alles total, wie sagt man, total schaden ist oder was immer, und in diese Umstände verlässt man den Körper. Ja, sehr glückverheißen und geben zu sein von Devotees, von den Devotees den heiligen Namen zu hören. Und vor allen Dingen auch, was sie normalerweise machen, wenn die Devotees im Begriff sind, den Körper auszugeben. Und die schmücken das ganze Zimmer mit Bildern von Krishna an den Wänden und so weiter. Ja, dass sie überall nur Krishna sehen. Und da gibt es heute wieder so viele Devotees, die den Körper aufgegeben haben. Selbst Shri Prabhupada, der Shin. Und so viele. Jetzt ist gerade vor Ekadasi, ist auch ein Gottbruder von mir, hat den Körper aufgegeben. Caracas. Gerne zu Kritik. Von Caracas? Er gab ihm seinen Namen. Ja. Er gab ihm seinen Körper. Er war von Corona. Corona. Ja, also wir sollten nicht denken, ja, das ist auch so die Tendenz. Wenn so, ich habe es öfters erwähnt, zum Beispiel, wenn so ein heavy Autounfall ist auf der Autobahn. Und die sind alle aufeinander gefahren und so weiter und so weiter. Und die fahren da vorbei. Dann sehen vielleicht sogar ein paar Verletzte oder vielleicht Toten sogar da. Dann werden sie alle plötzlich sehr philosophisch, alle religiös und Gott. Oh Gott, sagen sie dann nur. Oh Gott! Ja. Aber dann nach kurzer Zeit vergessen sie das wieder und hören wieder ihren Unsinn im Radio oder was immer. Und sprechen über allen möglichen Quatsch und Unsinn. Ja. So, das sind da. Normalerweise, wenn jemand stirbt, dann werden sie sehr nachdenklich. Ja, und dann geht es zur Kirche. Ja, zum Beispiel auch hier ist immer noch die Sitte, dass wenn große Persönlichkeiten sterben, in der Politik oder irgendwas, dann machen sie die Messe, da gibt es eine Messe für sie. Und die ganzen wichtigen Persönlichkeiten, die gehen alle in die Kirche. Ne? Und dann, wenn man mal die Möglichkeit hat zu hören, was der dann sagt, der Priester, das ist alles andere als eine Krishna-bewusste Predigt. Wir haben kein klares Konzept, was passiert. Ne? Oder wenn man zum Beispiel, ich weiß ja, hier gibt es in Südamerika, wenn jemand stirbt, dann werden wir jetzt immer veröffentlichen in Zeitungen. Die ganze, das sind seitenlang sind die Sterbeanzeigen. Ne? Und wenn man dann so, wenn man da reinschaut und das liest, dann sind die alle zurück zu Gott gegangen. Oh, du bist zu Gott zurück und Gott. Aber das ist nicht so einfach, zu Gott zu kommen. nur, man braucht nur zu sterben, man geht zu Gott. Das ist ein bisschen zu billig. Ne? Man muss sich vorher qualifizieren. Das heißt, man muss sich, besser gesagt, polieren. Man muss sich läutern, man muss sich reinigen, man muss das Herz reinigen.
Und das ist nur möglich durch unabweichlichen, wie sagt man das? Durch unabweichlichen Hängen von Dingen. Und das ist im Grunde wirklich das Samadhi. Samadhi. Ne? Wenn im Ashtanga Yoga von Samadhi gesprochen wird, ne, bezieht sich das im Grunde darauf, dass man seinen Geist fixiert auf etwas, ohne jemals wieder abzuweichen. Das erreichen die wirklichen Yogis. Ne? Die waren so fixiert auf diesen einen Punkt, ne, auf diesen einen, auf die Übersicht im Herzen, dass sie von nichts mehr abgelenkt werden konnten, von nichts mehr gestört werden konnten, was immer passierte. Und in der gleichen Weise, nur, wenn uns Menschen der Parvati, dass wir das auch erreichen können, wenn wir uns an Krishna nennen. Oder wenn wir den Heiligen Namen, speziell den Heiligen Namen. Ja, und da weist der Parvati hier nur in seiner Erläuterung weist er auf eine Aussage. Was ich mit Parvati habe, verschiedene Zitate. Krishna. Ja, das ist das sind Verse aus dem 6. Das ist 6, 9 bis 10. Das Chanten der Heiligen Namen. Das Chanten des Heiligen Namens Sri Vishnu ist der beste Bußvorgang für einen Dieb, der Gold oder andere Dinge. Wertgegenstände stiehlt. Für einen Trunkenbold, für jemand, der einen Freund oder Verwandten betrügt, von jemand, der einen Brahmana tötet oder für jemand, der mit der Frau seines Guru oder eines anderen höhergestellt eine sexuelle Verbindung eingeht. Dies ist auch die beste Methode der Buße für jemand, der Frauen, den König oder seinen Vater ermordet, für jemand, der Kühe schlachtet und für alle anderen sündhaften Menschen. Ein solches Chanten des heiligen Namens Sri Vishnus vermögen solche sündhafte Menschen die Aufmerksamkeit des höchsten Herrn auf sich zu ziehen, der seinerseits denkt, da dieser Mensch meinen heiligen Namen gechantet hat, ist meine Pflicht, ihm Schutz zu gewähren. Durch das Hören und Chanten der heiligen Namen, das ist so ein mächtiger Vorteil. Da gibt es noch andere. Das ist das Power der Mädchen in Upangtam 6, 2, 9, 10. Und da gibt es noch 14 und 15, die der Hinweis. Entschuldigung. Da heißt es: Jemand, der den heiligen Namen des Herrn chantet, wird sofort von den Reaktionen auf zahllose Sünden befreit, selbst wenn er indirekt chantet. Und dabei etwas anderes meint, im Scherz, zur musikalischen Unterhaltung oder sogar nachlässig, dies wird von allen erfahrenen Schriftgelehrten akzeptiert. Unglaublich. Die ganz besondere Barmherzigkeit Krishnas in der Form des Heiligen Namens. Ja, da gibt es auch eine Geschichte im Srimad Bhagavatam von Ajamya, die auch die Macht des Heiligen Namens zeigt. Ajamya war geboren worden in einer sehr guten, so einer sehr hochstehenden brahminischen Familie. Und er war in dieser Weise erzogen worden. Verehrte die Bildgestalten. Eines Tages ging er hinaus und Blumen zusammen für die Verehrung. Und als er auf der Suche nach den Blumen war, bemerkte er plötzlich ein Paar. Der junge Mann war betrunken, ja, und das Mädchen war halb bekleidet. Und die waren in sündhafte Handlung verstrickt, um das abzukürzen. Und das hat er noch nie gesehen, das ist ein interessanter Punkt, das hat er noch nie gesehen. Das heißt, der Same nicht in der Öffentlichkeit sowas ist. Ja, nicht wie heute, überall, nur die Zeitschriften, die Zeitungen, die Werbung ist voll von all diesen Dingen. Das hat er noch nie gesehen. Ja, und er,
der war so verwirrt, ne, dass er nie wieder vergessen konnte. Und dann ging er nach Hause und musste immer daran, an dieses Mädchen denken. Und eines Tages, obgleich er verheiratet war, eine sehr, wie sagt man, eine gute Ehefrau hatte, gab er diese Ehefrau auf, suchte diese Prostituierte und lebte mit ihr. Und weil er ein gefallener Brahmana war, konnte nicht weiter brahminischen Pflichten nachgehen, ja, was ihm die Lebensgrundlage gab, sozusagen. Und deshalb begann er all über den kriminellen Handlungen aus. Er überfiel Leute, raubte, betrug. Betrug. Habe ich mal gehört, ein Beispiel von Ajami. Dass er in einer Menschenmenge erschien und sagte, ich habe meinen Diamanten verloren, Und jeder hörte das. Ne? Und dann nach einiger Zeit verkleidet er sich und bot einen falschen Diamanten an, von dem sie alle gehört haben. So, und dann wieder zurück zum Punkt. Ne? So, das heißt, er war total verwirrt. Und er musste abgesondert leben im Wald irgendwo, weil er nicht mehr unter den zivilisierten Menschen leben konnte. Und dann hatte er etliche Kinder auch. Und dem jüngsten Sohn hat er den Namen Narayan gegeben. Das ist eine Sache, ne, das heißt, das wurde von Krishna inspiriert, im Herzen. Weil er war früher ein Geweihter gewesen. Und hatte irgendwie spontan, inspiriert von Krishna, hat ihm den Namen Narayan gegeben. Und als er war schon reichlich alt, ich weiß gar nicht mehr, wie alt er war, als er den jüngsten Sohn hatte. Prabhupada hat gesagt, das war schon ein Zeichen für sein sündhaftes Leben. Er hatte im hohen Alter hatte noch einen Sohn. Normalerweise in einer organisierten vedischen Gesellschaft zeugt man nur Kinder in einer bestimmten Zeit, nicht mehr, wenn man alt ist. So, und eines Tages näherten sich ihm die Yamadutas. Die Yamadutas, das sind die Abgesandten oder die Diener von Yamaraj, den Gott des Todes, wie er genannt wird. Das heißt im Bhagavatam, dass die Menschen sündhaft gewesen im Leben, dass sie nach dem Dahinscheiden und aus dem Körper Yamaraj vorgeführt haben. Und dass Yamaraj entscheidet, was ihre Zukunft sein wird. Und nicht nur das, sondern bevor sie einen neuen Körper bekommen, kommen sie erstmal in die Hölle und werden gequält und werden alles Mögliche zugeführt. Und bis sie so weit sind, dass sie diese Form akzeptieren. Das ist nämlich ein großer Unterschied zwischen Menschen und Hund zum Beispiel. Ja, das ist nicht so einfach. Plötzlich in den Körper von einem Hund einzugehen, dann muss man dementsprechend vorbereitet werden. So, das heißt, in dieser Weise werden verschiedene Plätze beschrieben, wo die sündhaften Seelen hinkommen, wo sie gequält werden und ein bisschen toll gequält werden. Und so die Yamadutas kamen, um ihn abzuholen, den Yamaraj vorzuführen. Und als er die Yamadutas sah, dachte er plötzlich an seinen Sohn. Ja, normalerweise ruft man nach den Personen, die einem sehr nahe stehen und sehr lieb sind, wenn man Probleme hat. Ja. Und so rief er nach Narayan! Und das heißt im Bhagavatam, er rief nur einmal den Namen. Nicht Narayan, Narayan, Narayan! Ne? Nur einmal. Und er rief dann Narayan in völliger, wie sagt man, Hilflosigkeit. Rief er Narayan. Und weil das ein Name Krishnas ist, erschienen sofort die Vishnu-Dutas. Ja, die Vertreter sozusagen von Vishnu und von Krishna. So, er hatte, nur als er die Yamadutas wahrgenommen hat, es waren schrecklich, die werden beschrieben als halb Mensch, halb Tier. Das heißt wie Satan. Ne? Satan, hier wissen wir auch diese Vorstellung, dass Satan zum Beispiel Hörner hat und dass er Pferdefüße hat und so. Ne?
In der gleichen Weise erschien die Jana Dulles, auch halb Mensch, halb, ne, halb Tier und so. Ne, Monster, wie sagt man? Monster? Ja. Monster, von Monster. Deshalb war er erschrocken und rief nach Narayan. Und in dem Moment, wo er Narayan gerufen hatte, erschien sofort die Vishnu. Die sahen aus wie Vishnu. Vier Arme, die gleiche Körperfarbe, sehr schön, mit Krummen und so weiter. Und die hinderten die Jana Dulles daran, mitzunehmen. Und die Jana Dulles waren erstaunt. Was? Ja, wir holen doch nur einen Sünden, wie sagt man, einen Sünder hier ab. Ja, wie ist das möglich? Ihr scheint große Persönlichkeiten zu sein. Weshalb hindert ihr uns daran, diesen Sünde, unsere Pflicht zu erfüllen, in diesem Sünde? Und dann begann die Vishnu Dudas zu sprechen und sagte, nein, diese Person hat den heiligen Namen Narayans und ist befreit von allen Reaktionen. Das hören wir aus dem Nektar der Hindi, aber da heißt es, nur das einmalige Chanten der heiligen Namen oder des heiligen Namens bewirkt, dass man mehr sündhafte Reaktionen vernichten kann, als man im ganzen Leben entschaffen kann. Na klar, es gibt so verschiedene Qualitäten von Chanten. Aber in dem Fall hatte er völlig Zuflucht gesucht bei seinem Sohn. Unbewusst hatte er im Grunde Zuflucht bei Krishna, mit dem er seinen Namen gechantet hat. So, und die Yamadutas, das hatten sie noch nie erlebt. Ja, dass, wenn sie den Begriff vor einen Sünder abzutransportieren, dass sie daran gehindert werden. Vor allem von scheinbar göttlichen Wesen, die sie daran hindert, ihre religiöse Pflicht auszuführen. Und so unverrichtete Dinge gingen sie zurück zu Yamaraj. Da sind welche Personen erschienen, die haben uns daran gehindert, diese Person mitzunehmen. Und dann ja, und dann wurde, ja, und Yamaraj fing an zu ihm zu sprechen. Ja, du sagtest immer diesen bekannten Vers, in dem er die zwölf Mahajan sagt. Das war das erste Wort dieses Verses. Svayambho, Janako Bhishma. No, Svayambho, Narada Sangho. Das erste Wort. Kumara Kapilo. Dann Janako Bhishma, wer ist der Sprecher von Schneebaum? Vyasadev. Nee. Shukadev. Da wird aber nicht der Name Shukadev benutzt, da wird der Name Vyasas erwähnt. Wie war das noch? Als Sohn, dass er der Sohn Vyasadevs ist. Und zum Schluss sagt, und Bhavaliel Vyasaki Manu. Das ist nämlich der Sohn von Vyasaki. Also erstmal wird noch Krishna. Bali erwähnt. Und dann sagt zum Schluss, sagt Yamaraj, Swayam. Das heißt wir. Ja, das heißt, er ist auch eingeschlossen unter den zwölf Mahajans. Und die zwölf Mahajans beschreibt, ja, in dem Fall von den Yamadutas, Yamaraj, als die wichtigste, die größten Autoritäten, was die Religion betrifft. Das sind die Personen, die absolut Autoritäten sind, was Religion betrifft. Da heißt es nämlich, dass es sehr schwer ist, die wirkliche Bedeutung von Dharma zu verstehen. Dass im Grunde genommen die tiefe Bedeutung des Dharma nur die Mahajans verstehen. Deshalb sollte man sich die Mahajans nähern, um das Geheimnis des Dharma zu verstehen. Anyway, so dann ging es weiter. Ne? Und die Yamadutas, die hatten Ajami befreit. Und als sich Ajamil an die Vishnudas wenden wollte und ihren seinen Dank zu machen, verschwand.
Und dann wurde ihm noch ein bisschen Zeit gewährt. Er ging zu einem heiligen Ort. Man verbrachte dann noch eine kurze Zeit. Und dann kam die gleiche Vision übrigens wieder. Mit einem transzendentalen Flugzeug. Mit einem transzendentalen Flugzeug, um ihn nach Vaikuntha zu bringen. Ja, das ist ein Ungewöhnlich. Das ist der normale Punkt, dass man normalerweise zu Krishna gehen sollte. Ja, dass man nicht noch weiter verbleiben sollte hier in der Materie und verstrickt es im Kreis hat und verbunden. Ja. So, und wenn wir den vollen Nutzen ziehen wollen aus dieser menschlichen Form des Lebens, dann sollten wir diese Möglichkeit nutzen, uns im Hingehen uns vom Leben zu Krishna zu beschäftigen. Das ist die höchste Perfektion. Das macht, äußerlich betrachtet, macht das nicht so perfekt sein. Ja, aber vom Standpunkt Krishnas, die wir gerade gelesen haben, diese Verse über den Ruhm des Heiligen Namens, ist das so. Ja, das hat Krishna gerade hier bestätigt, die Texte waren vorgelesen. Ja, dass wenn so wie jemand den Heiligen Namen des Herrn ausspricht oder singt, dass Krishna ihm einen besonderen Schutz gibt. Ja. Tja, dann wollte ich hier erstmal schließen. Vielleicht sind einige Fragen dazu. Was willst du sagen? Ich habe eine Frage. Ja. Bhakti Charaswami hat deine Geschichte erzählt, deine lange Geschichte kurz, dass deine Mataji war ein Prabhupada Schülerin. Sie war Prabhupada Schülerin. Und sie hat mit ihrem Mann Harinam, das war ihr Dienst, Harinam täglich machen. Und dann, ich weiß nicht genau, sie ist gestorben, ein Unfall oder so. Und dann Bhakti Charaswami hat einen Brahmachari getroffen und so weiter und so weiter. Und dann er hat erzählt, sein vorheriges Leben, er hat diese Vision, ja. Ich weiß nicht, was das er war, diese Mataji. Ja. So, und er sah genauso aus wie die Mataji. Ja. So, meine Frage ist dann, wenn Devotis sterben, die nicht unbedingt zu Gott gehen, oder? Oder die können wieder aus... Das ist unter Krishnas, wie sagt man, Kontrolle. Krishnas Kontrolle. Im Grunde sagt sogar Chaitanya Mahaprabhu, Shikshastaka, dass er gar nicht zurück zu Krishna gehen will. Sondern dass er damit zufrieden ist, Leben nach Leben Krishna zu dienen. Wie sagt man nach Leben oder für Leben? Wie sagt man Leben? Nach Leben für Leben. Ja? Leben nach Leben. Ja. Da gab es eine Gruppe von Sankirtan, die wohnen jetzt, die hatten einen Darshan mit Schüler Prabhupada. Und die sagten, sie möchten das auch, Leben nach Leben seine Bücher verteilen. Und Prabhupada war sehr erfreut. dass sie nicht ihn baten, dann endlich ihnen zu helfen, Schluss zu machen, hier zurück zu Krishna zu gehen. Sondern dass sie den Wunsch hatten, Leben nach Leben Bücher zu verteilen. Ja. Und als Sri Prabhupada den Kalpa aufgegeben hat, da haben viele seiner Schüler, die haben gebetet, dass sie nach dem Tod Krishna wieder begleiten dürfen, Prabhupada wieder begleiten dürfen, ihn wieder assistieren dürfen in seiner Mission der Predigt. Das heißt, der reine Himmelsfreund steht über allen anderen Ritualen sozusagen. Alles andere ist im Vergleich zum Heiligen Namen nicht wichtig. Oder nur wichtig, als dass es uns hilft, die Heiligen Namen zu schaffen. Das ist die Intelligenz eines Weißschwanz. Ja, dass er alles akzeptiert, was förderlich ist, und alles zurückweist, was nicht förderlich ist. Das sollte unser Kriterium der Diskrimination unterscheiden sollen. Es ist das, was Srila Prabhupada hätte Prabhupada dazu gesagt? Was hätte Prabhupada in dem Fall gemacht? Ja? Und man erinnert sich an die Pastimes von Srila Prabhupada.
Wie zum Beispiel, wenn wir dieses Buch lesen über die Aktivitäten von Srila Prabhupada, da hören wir so viel, ne, über seine Aktivitäten. Und wir sind auch gezwungen, alle möglichen Aktivitäten, wir können nicht aufhören, aktiv zu sein. Ja, und deshalb sind diese Beispiele sehr, sehr wichtig von den großen Seelen. Ja, und das Beispiel, was wir bekommen durch Srila Prabhupada, Srila Prabhupada war kein in der Einsiedelei lebender Babaji, sondern er war ein Gosanandi. Kein Bhajanandi, sondern Gosanandi. Und Bhajanandi sind die Muli, sie ziehen sich zurück, wie zum Beispiel Haridas Thakur. Und Gosanandi sind diejenigen, die einfach dieses Leid der Welt nicht tolerieren können, ohne da was zu machen, um den Menschen, um die bedingten Seelen zu helfen. Ja, und Srila Prabhupada hat uns so viele Beispiele gegeben. Ja, an seinem täglichen Fall. Alles, was wir hier hören, zum Beispiel im Tagebuch von Parisauri, ja, ist Beispiel. Und auch wie wir mit den Menschen umgehen, wie zum Beispiel diesem Inder, der dann plötzlich erschien, ja, und ihm helfen wollte. Ja, wie er mit ihm umgegangen ist, wie er mit ihm gesprochen hat und so. Ja. Und wie er immer kompromisslos war und so gleichzeitig unglaublich von Herzen. Habe ich eigentlich über deine Frage gesprochen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was du gefragt hast. Ach so, ja, ja, klar. Das ist eine bekannte Geschichte. Yes. Eine interessante Geschichte. Er war ein Brahmacari Nandan. Ich kannte den auch. Noch. Einer der ersten Brahmacari. Und der war irgendwie, wurde der sehr angezogen von einem Mädchen. Und dann gab er den Körper auf, der gab schon den Körper sehr früh ab. Und dann erschien ein indisches Mädchen. Ein indisches Mädchen erschien und wurde Gott geweiht. Und die hatte irgendwie noch Erinnerungen von ihrem vorherigen Leben. Und die konnte sich an Sachen erinnern, die sie gemacht hatte, vor dem Leben. Und das kam irgendwie, das kam raus. Und als sie die Bodhis anfing, das zu vergleichen, kam sie auf diesen Brahmacharya, der gestorben war. Und ich stellte fest, dass sie genau die gleichen Gesichtszüge hatte wie dieser Brahmacharya. Interessantes Beispiel. Ja. Anyway, Hank, yeah. Don't get hang on position. Mach einfach nur weiter. Wir haben früher immer gesagt, ne, früher haben wir immer gesagt, wir lernen, welche Probleme man hat, wenn man gucken soll. Oder wir wurden es ermutigt. Prabhu, mach einfach weiter. Prabhu, mach einfach weiter. Lass es einfach weitermachen. Ja, und Krishna wird uns schon helfen. Zu gegebener Zeit, wenn die Sachen so in ihren Platz fallen, wie es sein soll. Ja. Noch ein Kommentar, eine Frage? Ja. Wie können wir? So ähnlich wie die Frage deines Freundes, der hinter mir sitzt. Ja, bitte. Wie können wir? Wie können wir einfach weitermachen? Indem du einfach weitermachst, du Dummkopf. Entschuldigung. Ist das so einfach weiterzumachen? Ja, ich meine, der Geist mag einem ja viele Dinge erzählen. Der Geist hat überhaupt gar keine, der hat gar keine Bedeutung für uns. Der materialistische hat gar keine Bedeutung. Da sollten wir uns dann gewöhnen, dass wir auf den verwirrten Geist nicht hören, sondern dass wir unsere Intelligenz benutzen und hören von den Vaishnavas, was die Ratschläge, die sie uns geben und so weiter. Ja. Der Geist hat die Funktion von Denken, Fühlen und Wollen. Und das Beschäftigen im Dienste Krishnas. Denken. Und dass wir an unseren hingebungsvollen Dienst denken und das denken, was wir gehört haben, ja, aus den Shastras. Ich habe mal gehört, Prabhupada
hat die Erwartung gehabt, dass wenn wir die Klasse, die Bhagavatam-Klasse morgens haben, und wir den Satz des Sanskrit wiederholen, 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 dass da was bleibt. Und die Übersetzung, dass wir uns dann den ganzen Tag an die Übersetzung erinnern, an den Vers erinnern. Klar, Kalimeros sind für dich so nicht so entwickelt. Ne? Aber das ist ein Punkt. Ja? Deshalb sollen wir gut zuhören. Ja? Wir sollen vollherzig, wie sagt man, vollherzig teilnehmen an dem Programm. Offenem Herzen. Ja. Enthusiastisch sein. Enthusiasmus ist auch eine Sache, die wir beitragen. Ja? Das sind Sachen, die müssen wir machen. Dass wir selber uns, dass wir enthusiast, yes, I will do it! Oh, ja, ja. Yes, I will do it. Ganz enthusiast. Wie sagt man? Ja, das werde ich machen. Ja, das werde ich machen. Nicht? Vielleicht. Was denkst du denn? Ah ja, du bist ja gleich mal nicht. Ich tue das immer so, wie ich soll. Was hältst du davon? Yes, sir. Das sollten wir lernen. Das sollten wir hier lernen. Das ist der Ort, wo wir das lernen. Und das können wir nur lernen durch gute Gemeinschaft. Ne? Schickt Zahlen ab und all diese Dinge. Ich habe schon oft gesagt, dass Prabhupada einmal gesagt hat, ne, Mangala ist die wichtigste Aktivität während des Tages, die wir haben. Ja. Oh. Yeah. Und nicht nur einfach so, sondern auch pünktlich. Pünktlich. Dass wir uns so organisieren, dass wir pünktlich, dass wir wie eine Kerze da stehen schon, ne, wenn der Vorhang aufgeht. Unser Obesis ist da. Das ist wohl die Bedeutung von Dandabad. Dass wir wie, fallen wie ein Zweig, wie ein Stück, wie sagt man, eine Latte. Wie sagt man das? Und dass wir die Möglichkeit bekommen, da schon zu haben, von Schüsse. Das ist nichts gewöhnlich. Und wenn das irgendwas, wenn das was, zu was Gewöhnlichem wird, dann brauchen wir vielleicht mal eine kleine, wie sagt man, neue Verantwortung oder mehr, ja, mehr Service. Ja? Oder Gemeinschaft mit Leuten, die uns ein bisschen mehr die Sachen sagen, wie sie sind, anstatt uns zu schmeicheln, die ganze Zeit. Pagu, das hast du gut gemacht. Oh, Pagu, ja, du bist so ernsthaft, du bist so gut. Ja? Ich habe mal mit Paul einmal gesagt, dass wenn der spirituelle Meister beginnt, seine Schüler zu korrigieren, wie sagt man es? Herr Willen, dass die wirklich beim Herzen der spirituelle Meister. Nicht, wenn er einfach nur lächelt, den Schülern nur anlächelt. Ja? Sondern wenn er die Dinge so sagt, wie sie sind. Aber das kann leider nicht jeder vertragen. Und deshalb dauert es eine Zeit, bis man die Wahrheit wirklich so akzeptieren kann, wie sie ist. Und zum Beispiel genau Bhagavad Gita, das gleiche Problem. Ja? Da gibt es den letzten Vers, oder den Vers 66, ne? Sarvataman Parita, dass man alles aufgeben soll und sich Krishna ergeben soll. Das sagt Krishna am Ende. Das sagt er nicht im ersten Kapitel. Das sagt er nicht am Anfang Arjuna. Weil Arjuna noch total verwirrt war. Der musste erstmal zurechtgerückt werden. Wie sagt man das? Ja. Erstmal zurechtgerückt werden. Dass man die Dinge beginnen zu verstehen, was Sache ist. Ne? Sagt man das mal? Was Sache ist. Und als er dann total ergeben ist, dann sagt er, okay, jetzt gib alles auf und gib dich einfach nur hin. Gib all deine Verpflichtungen, all deine Dharmas auf und gib dich ein Ergebnis. Und so eine Unterweisung zu bekommen, muss man qualifiziert sein. Ja. Manchmal zum Beispiel, wenn die Bodhis unterwiesen werden von den Tempelautoritäten, normalerweise die Tempelautoritäten sind ja sehr, 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 wie sagt man, strikt. Ne? Ja.
dass sie dann manchmal Zweifel haben oder dass sie dann denken, oh, was mache ich eigentlich hier, ich fahre wieder zur Mutti. Ja. Also, if we have work, bitte? If we have work in the mornings, ich verstehe. Wenn wir am Morgen Arbeit haben, ja. Wie sieht das denn dann aus? Ist das dann okay im Auto zu sehen? Lo más posible. Wie sagt man das? As much as possible. As much as possible. Also, as much as possible. As much as possible. Wenn er irgendwie bedingt ist, in irgendeiner Weise, macht das Beste aus dem, wie sagt man, das Beste aus dem schlechten Geschäft. Ja. Anstatt Radio zu hören, ne? Oder wer weiß was. Also, das ist ein Tape von Paroma, das ist so wunderbar. Wir haben so viel Audio, wir haben so viele Klassen von Paroma. Und wenn wir das nicht verstehen, weil es zu englisch ist oder was immer, dann gibt es so viele andere Möglichkeiten. Ja. Oder bevor wir aus dem Haus gehen, ne, bringen wir Christian noch eine Blume oder einen Incense da oder irgendwas. Ne, dann wir opfern das Essen, was wir mitnehmen. Da hat mir Sonntag hat mir jemand eine Frage gestellt. Und zwar ist es eine neue Gottgeweihte, die kommt am Wochenende ab und zu, so ein bisschen älter. Ne. Und die arbeitet eigentlich, offensichtlich arbeitet. Und die hat schon öfters diese, die stellt, also nach meiner Beobachtung stellt immer die gleiche Frage. Ne? In verschiedenen Worten. Und die hat sie Sonntag wieder die gleiche Frage gestellt. Hat sie gesagt, ja, ich arbeite und ich bin immer umgeben von Nicht-Devotees und so. Wie soll ich dann mich da verhalten und so? Und dann habe ich eine Antwort gegeben, aber ich war nicht zufrieden mit der Antwort, selber nicht zufrieden. Und habe dann mehr zu meditieren. Und dann habe ich mich wieder erinnert an eine Sache, die Prabhupada oft auch benutzt hat. Und zwar ist es eine Geschichte von Chaitanya Mahaprabhu. Und Raghunath, sein Schüler Raghunath. Raghunath, der war Sohn eines sehr reichen Mannes. Der hatte viel, viel Geld. Der war Landbesitzer, ein großer Landbesitzer. Und der war angezogen von Chaitanya Mahaprabhu. Der hörte über Chaitanya und er wollte auch Chaitanya Mahaprabhu davon. Wollte alles aufgeben davon. Aber der Vater war dagegen. Der wertschätzte das nicht, das spirituelle Leben, das Leben eines Hare Krishna. Und dann und er versuchte das etliche Male dazu entkommen. Und er wurde immer wieder zurückgeholt. Und zum Schluss lebt er dann im Haus und hatte eine Wache um sich herum, dass er nicht weglaufen kann. Und dann hat er Chaitanya Mahaprabhu gefragt, hat ihm eine Frage geschickt sozusagen. Und hat er gefragt, was soll ich machen in meiner Situation? Und er gab Chaitanya Mahaprabhu die Antwort. Er sagte, nun, stell dir vor, eine verheiratete Frau hat einen heimlichen Liebhaber. Und um das zu vertuschen, ich meine, heute ist nichts Besonderes, aber zu der Zeit war doch alles ziemlich geordnet. Ne? Und nur um das geheim zu halten, spricht sie nie über dieses Thema mit niemandem und erfüllt ihre Pflicht, wie sagt man, vorbildlich. Dass keiner auch nur auf den leisesten Gedanken kommt, dass er irgendwas mit ihr nicht stimmt. Und dann, so musst du dich verhalten. Und dann hat dann, Raghunath hat dann diese Unterweisung befolgt und hat dann im Laufe der Zeit das Vertrauen des Vaters wieder gewonnen. Und der hat dann die Wachen abgezogen. Und als dann da keine Wachen mehr waren, in einem opportunen, einem guten Moment, ist Raghunath abgehauen. Und der Vater, der hat dann noch Leute geschickt, nach Puri geschickt. Und dann, um ihn zu überzeugen, noch wieder nach Hause zurückzukommen und auch seine Familie und so weiter und so weiter. Und so. Ja, aber die konnten ihn nicht, wie sagt man,
überzeugen. Sie konnten ihn nicht überzeugen. Und dann hat der Vater begonnen, auch ihm Geld zu schicken. Weil er konnte sich nicht vorstellen, bis sich ein Hare Krishna erhält. Dann musste er eine Einkunft haben. Das ist zum Beispiel eine Sache, die immer die Eltern gefragt haben früher. Heute ist es anders, glaube ich. Ja. Ja, wie lebst du denn? Wo kannst du das Geld hin? Ne? Weil dann meine Eltern mir dann ab und zu, weil ich den besucht habe, mir Geld gegeben haben, um mir zu helfen, dann haben sie dann immer gesagt, aber nicht den Hare Krishna das Geld. Ja, so dann, und dann hatte der. Ja, und was er damit machte, der kaufte Essen. Ne? Und servierte das in Vaishnava. Und auf Chaitanya Mahaprabhu. Und dann, hörte dann auf, das zu akzeptieren. Und er stellte sich hin und bettelte. Ja. Vor dem, ich glaube sogar vom Lions Gate, vom größten Tor da in der Stagana Tempels in Pune. Ja. Und jeder konnte den sehen. Die Bodhisattvas alle da, ne, die er bettelte. Ja, um sich zu erhalten. Und dann eines Tages war er nicht mehr da. Und die suchten ihn. Und dann fanden sie ihn einen Platz, wo das, wie heißt man das, wenn die Köche in Emporien kochen, dann überhaupt wird das Essen serviert. Und oft ist das unten angebrannt. Wie sagt man das? Ne? Der Reis oder das Essen angebrannt. Und das schmeißen in einer bestimmten Stelle. Entledigen sich diese Abfälle sozusagen. Und dann entdeckten sie ihn da aß er diese Verbrannten oder diese Überreste von der Speise Jagannaths. Und fragten ihn, weshalb stehst du nicht mehr vor dem Tor Jagannaths? Und er sagte, nee, ich fühlte mich wie eine Prostituierte, dass ich da bezahlt werde für das, was ich mache. Und dann, als Chaitanya Mahaprabhu das hörte, ging er dahin zu dem Platz. Und dann wusch diese Überreste für sich, ne, um ihn zu nehmen. Und Chaitanya Mahaprabhu nahm was davon weg und aß es auch. Und brachte zum Ausdruck, dass das sehr gut war, ne, weil das sozusagen die Remnants von Raghunath von seinem Gott geworden. Er war sehr erfreut über die Entsagung Raghunaths. Ja. Klar, für uns ist noch ein anderer Punkt dazu, ja, dass man nämlich, selbst wenn wir alles haben und so weiter, wir sollten nicht nur selbstzufrieden sein, sondern wir sollten Krishna muss dann auch anderen zugänglich machen. Ja. Krishna muss dann verbreiten. Die Barmherzigkeit, die wir selber empfangen haben, sollten wir auch anderen machen. Wie das man möglich macht. Jetzt weiß ich gar nicht, warum ich diese Geschichte erzählt habe. Es ging um den Tipp für das Haushälterleben und dass man sich so verhalten soll. Ja. Srila Bhagavati. Ja. Ja. Jetzt beginnt der Umzug. Keiner verlässt den Raum. King Kloster, Kurtai. May I offer you? Hare Krishna. Ja, Moment. Ich war hier, was dazu gehört.